Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute das S. Zunächst mit dickerer Wolle und dickerer Nadel. Dafür schlage ich 22 Luftmaschen an. Nun mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden, in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite zwei, in die dritte wieder eine und in die vierte wieder zwei. In die fünfte eine und in die sechste wieder zwei. In die siebte wieder eine und in die achte wieder zwei. In die neunte eine und in die zehnte ebenfalls eine. Die elfte und zwölfte zusammen abmaschen, dafür in die elfte einstechen und den Faden holen und in die zwölfte einstechen und den Faden holen und alle drei Schlingen zusammen abmaschen. In die dreizehnte eine und die 14. und die 15. wieder zusammen abmaschen. In die 16. eine und die 17. und die 18. wieder zusammen abmaschen. In die 19. eine und die 20. und die 21. wieder zusammen abmaschen. Und in die letzte wieder eine. Faden abschneiden. Und fertig ist unser S. Nun das Ganze wieder mit dünnerer Wolle und dünnerer Nadel. Wieder 22 Maschen anschlagen. Mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden und in die erste Masche eine, in die zweite zwei, in die dritte eine feste Masche und in die vierte zwei. In die fünfte eine und in die sechste zwei. In die siebte Masche eine feste Masche. In die achte wieder zwei.
in die 9. eine, in die 10. ebenfalls eine und die 11. und die 12. zusammen abmaschen, jeweils einen Faden durchholen und die 3 Schlingen zusammen abmaschen, in die 13. eine, die 14. und 15. zusammen abmaschen, in die 16. eine, die 17. und 18. zusammen abmaschen, in die 18. eine, die 19. und 20. zusammen abmaschen, und in die letzte eine. Und fertig ist unser Ess. Ich wünsche euch viel Spaß damit.